Herr Schmidt, schönen guten Tag. Moin. Dieter Mazur. Herr Schmidt, danke schön, dass Sie sich bereit erklärt haben, unseren Fragen zu stellen. Sie sind der einzige männliche Spitzenkandidat der demokratischen Parteien. Sie stehen also einer Phalanx von 5, 6 Frauen, nein, nicht gegenüber, aber haben Sie an Ihrer Seite. Dankeschön, dass Sie sich bereit erklären. Sie haben das Prozedere mitgekriegt, den ersten Themenkomplex erwürfeln Sie sich. Bitte einmal den Würfel nehmen. So, und bevor Sie werfen, einfach dem Würfel versuchen, so ein bisschen Drall zu geben, dass er nicht einfach so runterplatscht, sondern dass er sich bewegt. Ja, super. Saubere Luft. Oh, das haben wir jetzt schon 4-mal gehabt. Gut, fangen wir damit an. Dann Stichwort saubere Luft. Ich habe es eben schon bei Ihren Vorgängerinnen gesagt, also nach Ansicht der BUND, nicht nur des BUND Bremen, sondern des gesamten BUND, ist dieser VW oder überhaupt dieser Dieselskandal der größte Industrieskandal der Bundesrepublik Deutschland. Besonders ärgerlich, so diskutieren wir das jedenfalls im BUND, ist die, wie wir empfinden, die Kumpanei zwischen Konzernen und Politik. Und da muss ich jetzt gar nicht besondere Namen nennen. Sie wissen selber, in welchen Ländern große Autokonzerne sind und wer da regiert, und zwar auch schon lange regiert. Muss da nicht ein konsequentes Umdenken stattfinden? Okay. Also als allererstes muss ich mal dazu sagen, den Dieselskandal, den Sie gerade eben angesprochen haben, ist natürlich aus meiner Sicht ein ganz klarer, nicht nur Betrug an den Käufern, sondern auch an den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weil die Konzerne aufgrund von Profiten hier Techniken suggeriert haben, die es gibt, die sie aber aufgrund von Profitstreben offensichtlich nicht so eingesetzt haben, wie sie es hätten können. In der Folge haben Sie recht, die Fahrzeuge sind nicht so sauber, wie sie angeboten wurden zum Kauf. Ich finde, da hat weder die Kanzlerin noch unser Verkehrsminister, Herr Dobrindt, eine gute Figur gemacht. Und an der Stelle, was Sie als Kumpanei Politik mit Großkonzernen angesprochen haben, ich bin generell dagegen, dass Politik mit Großkonzernen Kumpanei betreibt an der Stelle. Dass Politik mal eingreifen muss und auch den großen Konzernen mal sagen muss, was geht und was nicht geht, also die Rahmenbedingungen schaffen muss, ja, da bin ich sehr wohl. Aber ich glaube, das muss auf einer gewissen Distanz stattfinden und dann müssen da die notwendigen Entscheidungen auch getroffen werden, die für uns als Gesellschaft wichtig sind und nicht für einige Herren, was ihre Boni anbelangt. Da habe ich eine ganz klare Meinung auch als Arbeitnehmervertreter. Konkrete Nachfrage dazu. Müsste das Ihrer Meinung dann dazu führen, dass man grundsätzlich drüber nachdenkt, zum Beispiel Beteiligungen von Niedersachsen an VW in ja nicht unerheblicher Größenordnung und damit auch die Rolle von Ministerpräsident Weil, das nochmal grundsätzlich zu überdenken und andere Formen einzugehen? Nee, also grundsätzlich halte ich das erstmal für richtig, dass das Land Niedersachsen sich an so einem großen Automobilkonzern wie Volkswagen dran beteiligt und auch die Beteiligung hält. Weil das ganz wichtig ist für den Standort Niedersachsen, auch was gerade das Absichern von Arbeitsplätzen, aber auch Industrie insgesamt anbelangt. Weil wenn wir uns das mal angucken, vor ein paar Jahren wurden noch von den neoliberalen Leuten die Industrieproduktion in Deutschland verteufelt. Also ich glaube, das ist gerade das, was uns als Deutschland jetzt aktuell ausmacht. Dadurch, dass wir gute Industrieproduktion haben, die Standorte sichern und auch vernünftige Techniken nach vorne treiben. Weil die Technik, die viele andere Länder mittlerweile abkupfern, ist in Deutschland entwickelt worden, nach vorne getrieben worden. Das halte ich für richtig. Ich finde dann eigentlich nur, wir haben ja gestern eine ähnliche Debatte hier gehabt zu den Beteiligungen an Gesellschaften, die der Staat dann hält. Da müssen wir aber auch ganz klar, und da muss man mal gucken, ob das Aktienrecht da richtig greift. Da müssen wir aber auch ganz klar den Leuten mit auf den Weg geben, die uns in solchen Gesellschaften vertreten. Das ist ja auch bei der Deutschen Bahn oder bei vielen anderen Dingen, wo wir Eigentümer sind, wo wir im Grunde genommen nichts mehr zu sagen haben. Ob da der Bundesverkehrsminister irgendwas sagt zur Bahn oder so, das ist den Managern eigentlich irgendwie wurscht. Da müssen wir generell mal drüber reden, wie solche Beteiligungen vom Staat dann aussehen. Ich bin nicht dafür, ins Operative reinzugehen, also vor Ort da klein zu regeln. Aber die strategischen Ausrichtungen, die müssen dann schon dementsprechend von Politik mit begleitet werden, ohne Frage. Direkt dazu, weil wir gerade bei dem Thema sind, es hat ja nun diesen Nachrüstungsbeschluss bei der Software, bei Dieselfahrzeugen gegeben.
mit Unterstützung, oder das war ja ein Konsens, wo auch dann die SPD, die Bundes-SPD, vielleicht auch die SPD-Bundestagsfraktion das sozusagen ja mitgetragen hat. SPD als Beschützer der Autoindustrie? Nö. An der Stelle überhaupt nicht. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch da, und das meine ich gar nicht nur auf die Arbeitsplätze, sondern auch auf den volkswirtschaftlichen Effekt, der da ist. Ich finde, das ist deutlich zu kurz gegriffen. Da muss den Leuten auch das Produkt, was sie gekauft haben, was sie bezahlt haben, auch dann geliefert werden. Da ist die Industrie eindeutig dran zu liefern. Und da kann es nicht nur, wenn es denn mit Software geht, ich glaube, es geht aber nicht an einigen Stellen, muss nachgerüstet werden, und das zulasten der Unternehmen, die die Leute falsch beliefert haben. Nichts anderes. Und das kann nicht sein, dass es nachher der Steuerzahler wieder ausgleicht durch irgendwelche Kaufanreize. Ich glaube, das Geld brauchen wir an vielen Stellen für ganz andere Dinge. Großes Reizthema, wir haben es jetzt schon 3 oder 4 Mal heute hier diskutiert mit den Kandidatinnen, Stichwort Fahrverbote. Die Grenzwerte werden im November, vor allen Dingen in Stuttgart, Berlin, München gerissen, und zwar dramatisch. Der Gesundheitsschutz der Bevölkerung ist das eine. Man kriegt es in der kurzen Zeit von jetzt bis November nicht mit Umrüstung hin, das ist vollkommen illusorisch. Fahrverbote? Da muss die Industrie sich was einfallen lassen, Ersatzfahrzeuge liefern. Die sind da in der Verantwortung. Und es kann ja nicht sein, dass die Kolleginnen und Kollegen, die pendeln müssen, das machen die ja nicht aus Jux und Dollerei. Die fahren ja da kein Diesel oder Benzin auseinander, weil sie Langeweile haben, sondern weil sie ihre Familie ernähren müssen. Ja, da müssen die liefern, schlicht und ergreifend. Und da ist auch die Bundesregierung dann gefragt, dementsprechende Anordnungen zu treffen. Direkte Nachfrage. Autos, die heute produziert werden, im Laden stehen, nietennagelneu und jetzt schon im realen Straßentest die Grenzwerte reißen, dürfen die überhaupt noch verkauft werden, oder sollte es ein Verkaufsverbot geben wie beim Porsche Cayenne? Also ich glaube, die Konzerne müssen das liefern, was sie anbieten. Und wenn wir alle wissen mittlerweile, und ich glaube, das ist gar nicht so ein großes Geheimnis und eine große Entdeckung aus der letzten Zeit, weil der ein oder andere, der schon mal ein Auto gekauft hat, weiß, dass die Verbrauchsangaben in der Regel nie gestimmt haben. Also mir ist das immer wieder passiert. Nun fahre ich auch relativ viel, dass die Verbräuche und damit logischerweise auch der Schadstoffausstoß pro Kilometer nie gestimmt hat. Wenn wir das zugelassen haben, dass über Jahre hier unter Laborbedingungen nur gemessen wurde und nicht in der Realität, dann müssen wir denen nochmal sagen, was jetzt erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und dann müssen wir denen nochmal ganz klar sagen. Ich möchte aber natürlich auch nicht, dass diese Fahrzeuge dann ins Ausland gehen und dann dort eben verkauft werden, weil wir hier andere Maßstäbe haben. Ich gucke jetzt mal auf den weltgrößten Markt, mittlerweile China, was da los ist. Da werden ja genauso, also Milliarden Tonnen von CO2 produziert. Da müssen wir mal ernsthaft drüber reden. Wir müssen dann aber auch die Umstellung auf Elektromobilität, gerade so ein Standort wie Bremerhaven, der ganz klar auf Offshore-Windenergie setzt, Power-to-Gas, diese Möglichkeiten, diese Techniken sind da. Und da muss die Industrie auch das forcieren. Da sollte die Bundesregierung rein investieren und nicht jetzt irgendwelche Ankaufprämien, Reize für irgendwelche Großhersteller. Ein zweites Thema möchte ich noch kurz anschneiden. Es geht zum Thema Klima. Vielleicht auch ein Reizthema für Sie. Ihre Kollegin Sarah Reglewski hat sich da ja sehr eindeutig geäußert. Konsequenter Kohleausstieg bei der Stromgewinnung. Geht das auch mit Ihnen und mit der SPD? Ja, gerade mit mir geht das. Ich habe es gerade eben angesprochen. Bremerhaven hat die Technologien entwickelt vor Ort, hat das umgesetzt vom Manufakturstatus in die industrielle Produktion. Offshore-Windenergie ist mittlerweile mehr als konkurrenzfähig. Wir müssen dann auch den Großkonzernen ganz klar sagen, was wir für Ausbauziele erwarten. Wir erleben das ja gerade, dass ein Teilniedergang, obwohl wir wirklich gut aufgestellt sind, was die Produkte, was die Technologieführerschaft in Bremerhaven anbelangt, da muss die Bundesregierung ganz klar Farbe bekennen. Natürlich, Kohleverstromung macht heute keinen Sinn mehr. Das ist ein fossiler Brennstoff, den können wir auch in vielen anderen Technologien einsetzen. Den müssen wir nicht verfeuern, das gilt aber auch für Öl und Gas. Also wir können hier. Und auch für die Braunkohle? Natürlich. Also für mich ist Kohle, ob Steinkohle oder Braunkohle oder also sicher. Also an der Stelle müssen wir ganz klar sagen, wir können die Technologie oder wir haben die Technologie, das muss befördert werden. Deswegen brauchen wir dann weiteren Ausbau. Nochmal eine Frage, weil da Sarah Reglewski nicht so genau zu antworten konnte. Haben Sie Einblicke, warum es zu diesem Konflikt kam zwischen Ihrer Umweltministerin Barbara Hendricks, die einen ambitionierten Klimaschutzplan vorgelegt hat, und Sigmar Gabriel, als er noch Wirtschaftsminister war, den brutal ausgebremst hat? Was muss man da von der SPD jetzt halten? Wohin geht die Reise da? Wo die Reise hingeht, wird sich dann ja in der Zusammensetzung des nächsten Parlaments anbelangen. Und da müssen wir drum streiten, da müssen wir unsere Position klar machen, was wir erwarten. Ich habe mich gerade eben ganz klar positioniert.
Ausbau der erneuerbaren Energie, auch zum Klimaschutz. Das gleiche ist natürlich Umweltschutz in dem Sinne, dass es saubere Energiequellen gibt, die müssen wir nutzen. Und da werden wir uns auch in Zukunft, das ist ein Prozess, der wird ja nicht morgen aufhören, sondern wir werden weiter die Technologien weiter nach vorne bringen müssen, um auch in Zukunft die Energieanforderungen, die die Gesellschaft hat, abdecken zu können. Dankeschön. Herr Schmidt, ich bekomme das Signal. Die Zeit ist schon abgelaufen. Auch für Sie. Danke für die klaren Ansagen, die Sie zum Klimaschutz gemacht haben, zum Kohleausstieg. Auch hier für Sie als Erinnerung an die Veranstaltung und vielleicht als Erinnerung an Ihre Kollegen, die immer noch auf Steinkohle und Braunkohle setzen. Eins der letzten Briketts hoffentlich, die wir Ihnen überreichen. Und ein großes Dankeschön, dass Sie sich unseren Fragen gestellt haben.